Was heißt das hier, wenn man was lernt? Lehrreich? Lehrreich, genau. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autofree. Heute in einer besonders winterlichen Edition, denn es schneit. Und unser Begleiter durch den Schnee heute ist der neue Kia Sportage als Plug-in-Hybrid. Und für diejenigen, die sich jetzt sagen, oh, ihr hattet den doch schon mal oder habe ich da was verpasst? Hatten wir allerdings nur in einem ganz schlichten Tagesevent. Heute folgt dann also der Langzeittest. Wer sich das erste Video nichtsdestotrotz nochmal anschauen möchte, der schaut einfach mal unten in die Infobox. Und bei unserem Testwagen hier haben wir jetzt außerdem die GT-Line. Und bevor der Schnee den Wagen ganz verschluckt, springen wir einfach direkt rein in das Thema Design. Aber wir sehen nicht nur schwarz und weiß und ein bisschen Silber hier am Kia-Logo, sondern wir haben auch noch innen drin Silber, das wieder aufgegriffen wird. Und nicht zuletzt auch unten an der Lippe. Da sind nämlich alle drei Farben auch noch mal miteinander kombiniert und auch noch mal so ein paar Bewegungen, die vom Grill wieder mit aufgegriffen werden. Insgesamt natürlich auch ein sportlicher Look, ganz bewusst, denn das soll die GT-Line eher symbolisieren. GT-Line heißt auch, wir haben hier volle Hütte bei unserem Testwagen. Die GT-Line bringt ja an sich schon sehr viel mit sich. Das heißt, auch Matrix-LED-Scheinwerfer, die sind an sich natürlich optional. Serienmäßig wäre dann LED-Scheinwerfer. Wenn wir den Blick hier schon haben, können wir uns auch direkt die spezifischen GT-Line-Felgen anschauen. An sich kommt der PHEV immer mit 19-Zoll-Felgen daher. Es gibt allerdings zwei Varianten, zwischen denen ihr euch dann entscheiden könnt. Und was den GT auch noch ausmacht, ist, dass wir auch Kontraste am Dach sehen, sprich ein schwarz abgesetztes Dach, das nicht nur an sich oben schwarz abgesetzt ist, sondern unterstrichen wird, dass ja noch die einzelnen Säulen und auch die Scheiben getönt sind, sodass das Ganze wirklich so eine schwarze Front ergibt. Das Ganze wird unterstrichen von ein ganz klein bisschen Chrom bzw. Silber, das könnt ihr an der Fensterlinie sehr schön sehen. Es wird einmal unterbrochen und dann hier oben fortgesetzt und geht dann in den Heckspoiler hinten über. Schwarz dann außerdem nochmal unten da. Ich will es nur nicht unerwähnt lassen, inklusive den Radkästen, aber das werdet ihr sicherlich schon bei den Felgen gesehen haben. Denn das entspricht auch der Kia-typischen Designsprache, sprich klare ebene Flächen gepaart mit ein ganz klein bisschen Abwechslung hier und da, also auch Bewegung. Das sehen wir natürlich vor allen Dingen in dieser Linie hier, die das Fahrzeug wirklich schön in die Breite zieht. Aber man muss sagen, es wird auch nach oben gestreckt, dadurch, dass wir doch hier eine sehr klare Fläche haben. Das Schwarz wird wieder mit aufgegriffen, das Silber bzw. Chrom wird wieder mit aufgegriffen. Nicht nur hier unten im Diffusorbereich, sondern auch zum Beispiel an der Umrandung hier. Die Rückleuchten selbst sind natürlich auch sehr eckig und kantig, haben auch verschiedene Ebenen mit eingesetzt, sodass wir da auch wirklich nochmal eine eigene Lichtsignatur haben. Und den Heckspoiler, den habe ich ja vorhin schon erwähnt. Dienen kann auch der Plug-in-Hybrid und zwar bei 12% Steigung 1350 Kilogramm. Wir haben aber auch einen sehr schön großen Kofferraum und da habe ich einfach schon mal was für euch vorbereitet. Ihr seht hier wieder einige unserer heißgeliebten Peak-Design-Produkte, die wir von Enjoy Your Travel zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ihr seht einmal meinen liebsten Alltagsbegleiter, den Tote Pack. Außerdem seht ihr eine Duffel Bag in Sage Green in 35 Litern, auch noch mal eine große Variante mit 65 Litern in Schwarz. Und dann seht ihr auch noch mal Fabians heißgeliebte Backpack in der etwas kleineren Variante. Darunter dann meine, die sogar bis zu 45 Liter fassen kann, aber nicht muss, denn das kann man selber einstellen, wenn man möchte. Also ihr seht schon, wir haben hier sehr viel Platz im Kia Sportage. Wir können selbstverständlich aber auch noch umklappen, wenn wir möchten. Wer sich jetzt auch für die Peak Design Produkte interessiert, der sollte einfach mal unten bei uns in der Infobox vorbeischauen. Da ist nämlich der Link zu Enjoy Your Travel. Für alle Kenner muss ich das jetzt nicht wiederholen, aber wir machen es trotzdem mal. Der Plug-in-Hybrid setzt auf einen 1,6 Liter Turbobenziner mit 180 PS, 265 Newtonmeter Drehmoment nur für sich. Und dann kommt noch ein Permanent-Magnet-Elektromotor hinzu mit 91 PS und 304 Newtonmeter Drehmoment. Verbunden sind die dann über ein 6-Gang-Automatikgetriebe. Da wird der eine oder andere sagen, oh, warum nicht diesen? Die wissen schon, was sie tun, denn die Adaption so ist perfekt aufeinander eingespielt, sodass man da vor allem viel Ruhe mit dabei hat. Und dann haben wir noch, das ist das Clevere am Plug-in-Hybrid beim Sportage gegenüber vielleicht anderen Kompaktklasse-SUVs. Da hat man von Anfang an dran gedacht, dass da eine Batterie hin soll. Das heißt, die sitzt hier mittig zwischen den Achsen, relativ zentral mit knapp 140 Kilogramm Eigengewicht. Diese verfügt dann über einen Energieinhalt von 13,8 Kilowattstunden, ist ein Lithium-Ionen-Polymer-Akku und theoretisch
nicht jetzt, schafft er damit 70 Kilometer rein elektrisch. Jetzt bei diesen Bedingungen sieht es anders aus und genau deswegen haben wir den Plug-in-Hybrid auch noch mal im Winter haben wollen. Idealer als jetzt hätten, glaube ich, die Testbedingungen für uns damit nicht sein können. Geladen werden kann er dann auf der Beifahrerseite hinten rechts mit 7,2 kW in deutlich unter 2 Stunden. Spätestens jetzt wird der eine oder andere sagen, den hattet ihr doch schon. War das nicht sogar in demselben Weiß? Eventuell. Aber wir hatten kurz nach der Fahrvorstellung die Möglichkeit, den Wagen nochmal für länger zu bekommen, um eben die ganzen Themen, wie sieht es mit Laden, Reichweite, bla 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 aus. Und dann habe ich gesagt, nee, können wir vielleicht auch im Winter machen. Und das war jetzt relativ eindrucksvoll und lehrreich, genau. Denn man kann ihn immer noch sparsam fahren. Aber man kann ihn nicht mehr so viel elektrisch fahren. Was heißt das? Naja, zum einen, um die Bedingungen kurz zu klären, du hast dir Winter gewünscht, du hast Winter bekommen, ja. Fabian. Minusgrade, auch gerade aktuell, die Bedingungen jetzt, die ihr vielleicht auch auf der Kamera so leicht erhaschen könnt, hatten wir die letzten Tage auch schon. Schnee, Hagel, Regen. Kalt. Eis, hatten wir alles, kalt, wir sind gefahren. Stadt, Land, Autobahn, im Prinzip haben wir alles einmal durch. Ja, und im Prinzip könnt ihr es am Titel auch schon lesen, wir haben nie getankt, aber immer geladen. Richtig. Und das heißt aber, an diese offiziellen 70 Kilometer rein elektrische Reichweite sind wir nicht rangekommen, denn es ist ihm zu kalt, um diese am Stück wegzufahren. Er mag es genauso wenig wie ich, wobei ich finde, er hat sich trotzdem sehr gut geschlagen. Was heißt das? Das heißt, wir fahren jetzt elektrisch beispielsweise. Yep. Im Moment ist der Motor sogar, wenn ich es richtig sehe, aus. Und das macht er öfters mal. Also so kurzzeitig rein elektrisch fahren. Dann gibt es manchmal den Fakt, dass er sagt, mir wird es ein bisschen kalt, euch vielleicht auch, ich mache euch mal den Motor an. Und dabei lädt er den Akku und gleichzeitig dient er dann auch als Heizung. Und erst wenn man so in obere Geschwindigkeitsbereiche reingeht, das heißt so ein bisschen Überland, dann setzt er den Motor bei halbwegs geladenem Akku auch als Antrieb ein. Das heißt, das rein elektrische am Stück wegfahren ist uns nicht gelungen. Aber im Sommer schafft er die 70 Kilometer problemlos. Das heißt, wir hatten immer einen gewissen Verbrauch. Jetzt zum Beispiel läuft der Motor und lädt den Akku. Aber wir fahren weiterhin elektrisch, was es immer noch sehr komfortabel macht. Richtig, und leise. Und leise, genau. Nicht nur, weil wir jetzt langsam fahren, sondern... Und über Schnee. Ja. Und das heißt, wir haben immer einen Verbrauch. Der geht los bei 4,3 Liter bei 2 Grad im Stadtlandmix. Wenn es dann ein bisschen kälter wird, sind wir schon bei 4,6 Liter. Und mit Autobahn, das heißt bis 120 km/h, sind wir bei 5,9 Liter. Und gerade wenn er einmal nachts durchgefrostet ist, dann ja, ist man so im Bereich 5,2 Liter Ausstatt Überland. Und wenn man den Akku dann nicht lädt, weil es ja immer noch welche gibt, die das so machen, dann ist man rein Stadt Überland schon über 6 Liter. Ich wollte gerade sagen, dann geht es sehr schnell hoch. Also eigentlich möchte er schon geladen werden. Es ist aber auch interessant. Ich finde die Werte trotz den Bedingungen, Schrägstrich, auch jetzt, wo er nicht mehr vollgeladen ist, jetzt fahren wir auch über den Verbrenner. Merkt man auch, dass der Verbrenner anders klingt, lauter klingt. Könnt ihr es hören? Und treibt dann dementsprechend die Räder an. Genau. Aber vielleicht auch besser im Moment, weil es ist hier noch nicht... Da kommt das Streufahrzeug. Jetzt kommt das Streufahrzeug und vielleicht ganz gut, dass wir Winterräder und Allrad haben im Moment mit leicht bedeckter Fläche. Wir könnten jetzt sogar mal, spaßeshalber, haben wir Terrain, dann gehen wir mal in Snow. Ja. Fährt sich es irgendwie besser. Ich glaube, es fährt sich gehemmter, kann das sein? Wesentlich gehemmter, als ob das Gaspedal einen richtigen Dämpfer gekriegt hätte. Ja. Aber fährt sich sicherer, ist die Frage. Ha. Also ich kriege ihn nicht mehr. Also wenn die Gasannahme schnell zackig irgendwo. Na, können wir ändern? Können wir mal in Eco oder in Sport? Aber wenn wir jetzt gleich raus, aus der Kurve rausfliegen, ihr wart dabei. Nee. Ja, guck mal, das ist was ganz anderes. Aber ich habe auch das Gefühl, es ist leichter,
Slip. Ja, ja. Leichter Slip. Also nur mit Snow. Der schon möchte, sicherer. Ja, also es wird gerade sehr schnell sehr weiß, muss man sagen. Ja. Also erstmal mit Snow Mode schon ein bisschen sicherer unterwegs. Mhm. Man könnte jetzt natürlich auch einfach im Sportmodus ein bisschen gehemmter fahren, aber so ist es einfach. Wir haben ja auch noch ein Baby on Board hier. Der Finn ist auch mit dabei. Muss man jetzt nicht übertreiben hier, ne? Ansonsten, vom Fahren. Wir haben alles drin. Das heißt, vermisst haben könntest du eigentlich nichts. Nein. Ist alles mit dabei? Ist alles volle Hütte mit dabei. Der Wagen ist und bleibt gut ausgestattet, wie ich finde. Und auch optisch macht er immer noch was her. Mhm. Was wir vielleicht sagen können, wir haben wieder Deluxe Weiß, nicht Carrara Weiß. Ich wollte gerade sagen, es gibt zwei Farben. Es gibt zwei Weiß, aber es gibt auch ein schickes Grün, ein schickes Blau. Ich glaube auch, das Orange gibt es auch noch. Es sei natürlich jetzt, je nachdem, wann ihr es seht, kann immer mal ein Modelljahreswechsel sein, dass diverse Farben oder sonst was rausfallen. Aber wir haben alles drin. Es mangelt an nichts. Komfortable Sitze, Sitzlüftung braucht man jetzt weniger, aber Sitzheizung, was ich auch ganz cool fand, die man sich automatisch einstellen kann. Also die ab Start weg kann man sich einstellen. Ich möchte Sitzheizung und Lenkradheizung, was ich zugegebenermaßen jetzt auch eingestellt habe, weil es ist schon sehr kalt, wenn man ins Auto einsteigt. Abschließend wäre jetzt die Frage, Plug-in-Hybrid. Das Thema hat sich eigentlich prima jetzt, gerade auch wenn ihr das Auto sehen werdet, erledigt, weil die Förderung weggefallen ist. Mhm. Aber ist die Frage, macht das noch Sinn? Das ist ein schwieriges Thema, ich weiß. Super schwierig, weil super kontrovers. Ich war ein Riesenfan von Plug-in-Hybriden. Generell von Hybriden. Einfach in der Zeit, in der wir jetzt leben und unter den Bedingungen, unter denen ich persönlich lebe, wäre reine Elektromobilität bei mir raus. Mhm. Und dementsprechend, wenn ich mich an diesem Thema weiter orientieren möchte, wäre ich zu einem Hybrid / einem Plug-in-Hybrid gegangen. Okay, das Thema ist ja noch, also Winter, schwierige Sache. Ja. Ich glaube, wir fahren vom Verbrauch ähnlich wie, das kann ich schon mal spoilern, den Vollhybrid, den wir definitiv, also der wurde jetzt bestätigt letztens. Ja, und bin ich auch gespannt drauf. Ich denke, der wird vom Verbrauch ähnlich sein, aber natürlich im Sommer hat man dann eben wieder die Vorteile durch das rein elektrische Fahren. Ja. Es ist mehr so die Frage, kann man den Aufpreis jetzt selber stützen, den man dadurch, oder die Förderung, die dadurch, also diesen kleinen Unterschied. Lohnt sich das? Für jemand, der keine Lademöglichkeit hat, nee, definitiv nicht. Das ist definitiv raus. Da gibt es mit dem Hybrid jetzt eine bessere Variante, wo Laden keine Möglichkeit ist. Für jemand, der eine eigene Garage hat mit Stromanschluss, weiterhin ideal. Ja. Und für jemand, der unweit eine Lademöglichkeit oder entweder nahe des Zuhauses, nahe der Arbeit, kann durchaus noch Sinn machen. Ich denke auch. Also irgendwie ist... Denn die Ladezeit ist auch nicht so lang. Also die ist nicht so lang, nee. Und ich finde einfach, dass der Plug-in-Hybrid ein klassisches Nischenprodukt ist. Aber den gibt es, weil jemand diese Nische füllen wollte. Und weil es Leute gibt, die eben diese Nische gut nutzen können. Weiter, auch heute. Jetzt seht ihr das Video vermutlich erst im neuen Jahr, heißt 2023, und hat er damit seine Attraktivität verloren, denn die Förderung ist weg. Es ist ein bisschen schwieriger zu argumentieren und es macht nach wie vor als Plug-in-Hybrid nicht für jeden Sinn. Aber für jene, die ihn gut nutzen können, ist er weiterhin ein attraktives Fahrzeug. Plus, was wir jetzt gemerkt haben, hier bei frischem Schnee macht der Allrad wirklich einen deutlichen positiven Unterschied. Das war's auch schon mit diesem Video und dementsprechend auch mit dem IKEA Sportage als Plug-in-Hybrid. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gefällt euch dieses Fahrzeug? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Wir mischen dann wie immer mit. Und falls euch dieses winterliche, verschneite Video gefallen hat, in einer etwas anderen Version, dann gebt dem Video direkt noch einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Und ihr könnt uns auch sehr gerne auf Instagram folgen. Ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Bis dahin, passt bitte gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.